Einen wunderschönen, meine Lieben. Wir haben alle mal wieder Corona-bedingt Hausarrest. Außerdem Games kann man nie genug haben. Und deswegen möchte ich euch heute mal wieder 5 Games zeigen. Eigentlich sind es sogar 11 Games, die es momentan auf Steam für unter 10 Euro gibt. Wohlgemerkt, diese Games gibt es momentan für unter 10 Euro auf Steam. Ich weiß ja nicht, wann du dieses Video anschaust. Es sind auch die Steam-Preise, also ob ihr die Games auf MMO gar noch günstiger kriegt, keine Ahnung. Und es sind alles, bis auf ein einziges Game, AAA-Titel. Ich würde sagen, mit dem einzigen Nicht-AAA-Titel auf dieser Liste fangen wir an, und zwar mit Limbo. Limbo ist schon etwas älter, und zwar von 2011 vom Entwicklerstudio Playdead und ist ein richtig cooler Rätselplattformer in so einem richtig düsteren, bisschen gruseligen 2D-Look. Es ist teilweise ziemlich schwer und man hat, wenn man es spielt, irgendwie so eine beklemmende Stimmung irgendwie, aber trotzdem ist es einfach ein wirklich echt gutes Game, und wenn man es durch hat, ist es auch einfach ein geiles Feeling und ja, keine Ahnung, also die Atmosphäre in dem Spiel ist einfach wirklich gut und Spielspaß kommt nicht zu knapp, die Story ist toll, die Optik ist toll, also Limbo kann ich auf jeden Fall empfehlen und gibt es momentan für 9,99 € auf Steam. Das nächste Game, was ich euch empfehlen kann, das ist jetzt ein AAA-Titel, und zwar Assassin's Creed 2. Ja, der erste Titel mit Ezio Auditore da Firenze. Für mich persönlich eins der besten Assassin's Creed, nicht das beste, aber auf jeden Fall das mit dem besten Protagonisten. Ezio war für mich der beste Hauptcharakter bisher in Assassin's Creed. Ich finde auch, dass Assassin's Creed 2 diese ganze Serie erst so richtig angestoßen hat. Also ist ja jetzt eine der größten Spieleserien, die es überhaupt gibt. Ja, jeder Titel ist unfassbar erfolgreich. Und es ging für mich nicht los mit Assassin's Creed 1, sondern eigentlich eher mit Assassin's Creed 2. In dem Spiel steckt so viel Arbeit, Liebe zum Detail, Informationen. Bei jedem Gebäude kann man draufklicken und man erfährt, wer da früher mal gewohnt hat und welche Auswirkungen der auf die Stadt hatte. Und also Assassin's Creed 2 ist wirklich ein Meisterwerk. Gibt es momentan auf Steam für 9,99 € und kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und an der Stelle möchte ich auch noch Assassin's Creed 1 erwähnen, denn auch das gibt es momentan für 9,99 € auf Steam. Und ja, Altair war auch ein mega cooler Hauptcharakter. Die Story von Assassin's Creed 1 war natürlich auch top. Es war halt einfach der Ursprung der Assassin's Creed-Serie. Wie gesagt, so richtig ins Rollen kam sie für mich erst mit Assassin's Creed 2, aber nichtsdestotrotz, Assassin's Creed 1 bleibt der erste Teil dieser ganzen Serie und sollte man schon gespielt haben. Ich kann es auch jedem empfehlen, es macht Bock zu spielen. Klar, die Grafik ist jetzt natürlich noch nicht der Oberhammer, das Klettern ist um einiges mühsamer als in den heutigen Teilen, aber man kann es spielen, es macht tierisch Bock, es kostet 9,99 €. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Noch eine sehr erfolgreiche Serie war Fallout und das beste Fallout, und ich glaube, das unterstreicht jeder, der Fallout mag, war Fallout New Vegas. Und Fallout New Vegas bekommt ihr derzeit auch für 9,99 € auf Steam. Wer Rollenspiele mag, wer postapokalyptische Szenarien mag, der muss Fallout gespielt haben. Und wer generell sagt, ja, Fallout feier ich, ist top, dann müsst ihr Fallout New Vegas spielen, wirklich. Also Leute, muss man gespielt haben als Rollenspielfan. Fallout 76 oder Fallout 4 waren zum Beispiel so reingeschissen im Gegenteil zu Fallout New Vegas. Ey, das muss man erlebt haben. Also wenn ihr sagt, ja, Fallout 4 war nicht schlecht, dann spielt Fallout New Vegas und es ist kein Vergleich, es ist kein Vergleich. Das ist mitunter eigentlich der Grund, warum Fallout 4 und Fallout 76 in der Community so schlecht ankamen und so einen Shitstorm kassiert haben, weil Fallout New Vegas halt einfach ein Meisterwerk war. Da konnten die kommenden Titel halt nicht einmal im Ansatz mithalten. Wer jetzt sagt, ja, den alten Käse spiele ich nicht, das ist ja schon 10 Jahre alt, kann ich irgendwo verstehen, aber Leute, bei Fallout aufgrund der Engine etc. hat sich da grafisch nicht so viel getan. Also man kann, ich finde nicht, dass Fallout New Vegas jetzt großartig schlechter aussieht als Fallout 4. Das ist kein Quantensprung. Also wer Fallout 4 gespielt hat, der kann auch locker easy Fallout New Vegas spielen. Und ihr bekommt eine der besten Stories, ihr kommt keine nervigen Ingame-Shops, keine Bugs, keine Fehler, es ist einfach wirklich ein richtig, richtig gutes Game. Wie gesagt, 9,99 € auf Steam, schaut es euch an. An der Stelle möchte ich auch noch Fallout 3 erwähnen, das gibt es nämlich derzeit auch für 9,99 € und war auch sehr, 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 sehr gut. Also New Vegas fand ich ein bisschen besser, ja, aber Fallout 3 kann man auf jeden Fall auch spielen, sollte man gespielt haben, auch eins der besten Rollenspiele, die ich kenne. Dann kommen wir zu noch einer Serie, die sehr erfolgreich war. Ich glaube, da ist vorbei. Da wird, denke ich, nichts mehr kommen. Was sehr schade ist, weil ich es persönlich sehr gerne mochte, Splinter Cell. Splinter Cell hat dann irgendwann eine Richtung eingeschlagen, wo ich wirklich sagen muss, habe ich nicht mehr gefeiert. Ist irgendwann spätestens der Teil, wo man dann im Knast war. Und danach hat sich ja sowieso alles irgendwie geändert. Die wollten, glaube ich, so ein bisschen diese Jason Bourne-Schiene fahren.
war halt nicht das, was ich wollte. Ja, wenn ich ein Assassin's Creed spiele, möchte ich ein Geheimagent sein, der aus dem Schatten heraus im Stillen und Leisen seine Gegner ausschaltet. Wäre es ein Film, ja, hätte ich gesagt, okay, ja, finde ich cool, wo sich das hinentwickelt, aber als Game, du kannst halt nicht dein Genre komplett wechseln in der Serie und sagen, den Fehler hat Resident Evil schon gemacht, wo sie dachten, jetzt wären wir einfach mal ein Hardcore-Ego-Shooter. Meines Erachtens nach ein Fehler und wahrscheinlich geht die Serie deswegen auch nicht mehr weiter, weil die nachfolgenden Teile dann irgendwie auch nicht mehr so erfolgreich waren. Ich denke, weil viele so empfunden haben wie ich. Die ersten Splinter Cell-Teile waren aber wirklich richtig gut. Und mein Lieblingsteil aus der Serie war Splinter Cell Chaos Theory. Ich glaube, das war der dritte Teil. Habe ich mega gefeiert. War damals ein grafisches Meisterwerk. Ich weiß nicht, wenn ich es heute spielen würde, wie ich das empfinden würde, wie ich das sehen würde. Aber ich denke jetzt nicht, dass es so schlecht aussieht, dass man sagt, kann man nicht spielen. Es ist bestimmt immer noch ein schönes Game. Story war gut. Das Gameplay war einfach richtig gut. Da gab es Sachen, die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass man so Planen aufschneiden konnte. Und es sah halt alles irgendwie richtig cool aus. War ein mega, mega geiles Game. Gibt es derzeit auf Steam für 9,99 € und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Weil wir gerade bei Splinter Cell sind, möchte ich euch noch ein Spiel empfehlen und zwar Splinter Cell 1. Ja, ich bin halt immer ein Fan, wenn mir eine Serie taugt, ja, ein heutiger Ableger taugt. Ich spiele dann gern den ersten Teil, um zu schauen, wo kommt es her, wie ist das Ganze entstanden. Und Splinter Cell 1 war auch ein wirklich guter Titel. War halt damals was völlig Neues, sowas gab es zu dem Zeitpunkt. Vielleicht Metal Gear Solid, aber ich würde das Splinter Cell trotzdem nochmal ein bisschen anders einordnen als Metal Gear Solid. Splinter Cell 1 war auf jeden Fall richtig gut und gibt es momentan für 4,99 € auf Steam. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Serie, die ich heute noch ansprechen möchte, und zwar Far Cry. Far Cry, eine übertriebenst erfolgreiche Serie, aber auch eine Serie, die einfach abgeflacht hat. Ja, also die letzten Titel fand ich nicht gut. Bald kommt neues Far Cry, Far Cry 6. Ich bin sehr gespannt. Es soll so ein bisschen eher wieder back to the roots gehen. Hab große Hoffnungen in das Game, werde es mir auf jeden Fall anschauen. Sei es drum, die letzten Teile fand ich persönlich nicht besonders gut. Mein Lieblingsteil ist Far Cry 4. Und ich glaube, das sehen viele so, weil Far Cry 4 hatte eigentlich eine coole Story. Es war ziemlich actionreich. Du hattest deinen Wingsuit, du hattest echt funny Moments in dem Game. Du konntest jagen, sammeln, du hattest eigentlich alles in dem Spiel und es war wirklich ein sehr, sehr gutes Game. Mal diese bergige Landschaft hat vielleicht ein paar gestört, mich persönlich gar nicht, ganz im Gegenteil, schon allein wegen dem Wingsuit, du konntest von überall runterspringen und dann über die Felder gleiten, war richtig cool. Far Cry 4 bekommt ihr momentan für 8,99 € auf Steam. Ist auch nicht so altes Game, Far Cry 4 ist von 2014, das sieht immer noch top aus, kann man auf jeden Fall heute noch zocken. Auf Platz 2 meiner Lieblings-Far Cry-Teile, und da wird mir jeder, der Far Cry feiert, widersprechen, ist Far Cry 2. Far Cry 2 war sehr unbeliebt, das hat ein paar Mechaniken gehabt, die viele gestört haben. Zum einen hast du zum Beispiel Malaria, musst dir regelmäßig Medikamente holen und selber verabreichen. Dann werden deine Waffen durch diese staubige Wüstenumgebung halt immer irgendwie so ein bisschen schmutzig. Dann kann es mal bei Ladehemmungen geben, dann musst du erstmal deine Waffen reinigen. Das hat viele Leute sehr gestört, mich persönlich überhaupt nicht. Dafür habe ich dann viel zu viele Sachen bei dem Game gefeiert. Zum Beispiel konnte man, wenn man Lager überfällt, das Gras im Brand stecken. Da hast du dir vorher angeschaut, wie der Wind halt weht und dann hast du deinen Molotow-Cocktail in diese Gräser reingeschmissen. Das gab übelst den Flächenbrand, das Feuer ist rübergezogen zum Lager, hat das ganze Lager ausgeräuchert und verbrannt. Fand ich richtig, richtig gut. Wie gesagt, dennoch war es wegen ein paar Mechaniken halt schon eher ein unbeliebterer Titel, aber es kostet momentan auf Steam 2,90 €. Packt es euch in eure Steam-Bibliothek und wenn euch langweilig ist, dann zockt es wirklich. Es ist ein gutes Game. Wenn ihr wissen wollt, wo die ganze Far Cry-Geschichte losging, ja, wie das alles gestartet hat, worauf zum Beispiel der mega geile Film basiert, dann schaut euch Far Cry 1 an, weil das bekommt ihr momentan auch für 2,99 € auf Steam. Für 2,99 € kann man da auch auf jeden Fall zuschlagen, war auch ein richtig guter Titel. Far Cry 3 war auch ein sehr, sehr gutes Far Cry. Das bekommt ihr momentan für 5,99 €. Und was ich persönlich euch empfehlen würde, ihr bekommt momentan Far Cry 1, 2, 3, 3 Blood Dragon, 4 und Primal für 34,14 € statt 135 € auf Steam. 34 € für fast alle Far Cry Titel kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also macht es und schaut sie euch der Reihe nach an. Ich persönlich habe Far Cry gefeiert. Wenn ihr die neuen Titel auch feiert, dann schaut euch die alten an, weil die waren einfach noch viel besser. Splinter Cell war eine richtig coole Reihe und bei Fallout brauchen wir gar nicht reden. Die alten Fallout Titel waren viel besser als die neuen Fallout Titel.
Ja, das waren meine Games. Ich hoffe, da ist irgendwas für euch dabei. Ich hoffe, ihr schaut euch da mal was an. Ich hoffe, ihr lasst mich eure Meinung wissen, ob ihr da vielleicht schon was gespielt habt, ob ihr das auch weiterempfehlen würdet oder ob ihr auch coole Steam-Games für unter 10 Euro kennt. Falls euch das Video gefallen hat, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für euren Mega-Support und wir sehen uns beim nächsten Video.